haben wir denn noch? Ein Geschütz hier hinten gerade gesehen. Das will ich auch noch hacken. Versuche ich das mal. Ah, das ist ja ganz einfach zu hacken. Ganz einfach. Einfach ist es auch nicht. Also es ist genauso schwer. Manchmal geht eins komischerweise schneller, obwohl es auf leicht ist, und anderes geht dann wieder dauert dann wieder ewig. Dauert dann ewig, obwohl es auch obwohl es schwerer ist wieder. So, super. Hack macht immer schon ganz gut Sinn hier. Ich muss mich ein bisschen noch an die Steuerung gewöhnen. Mann! Du musst. Schützen. Da hinten war wieder jemand. Ach, den hier. Ich kann sagen, wen habe ich denn jetzt untersucht? Meine. So, hier muss ich normalerweise irgendwas bezahlen. Wenn ich das hacke, kann ich das aber in der kostenlos machen. So oft wie ich das will. Das ist geil. Wollte ich damit sagen. So. Jetzt noch ein Knick, was nach oben geht. Perfekt. Und das war's. Ach ne, 10 Dollar, ist einfach nur weniger. War Wunschgedanke wahrscheinlich. Meine Güte! Dass er hier meine Geschütze schon gleich kaputt macht. Das raucht ja schon. Vorhin die Geschütze total billig auf den Stuhl gesetzt nur. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien, du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt. Wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Ja, frech war es einfach nur. Ich bin schön. Ja, sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Oh Mann, da war wieder dieser Steinman, der so ein bisschen strange ist. Das wäre es mal nicht schlecht, wenn ihr mir die ganze Zeit auf den Sack geben würdet. Wie viele Moon habe ich denn überhaupt noch? 6, ey. Langsam wird es hier ein bisschen knapp. Ich soll ja hier lang gehen. Ich mach mal schnell noch. Oh, das ist ein bisschen schwieriger. So, gehen wir mal mit Knie gleich nach oben. Noch ein paar Knie hier. So, so. Und nur noch eins seitwärts. Und dann haben wir das. Und da. Das war's. Ah, 10 Dollar. Da ist alles gefroren. Ja, hier kommen wir.
eh noch nicht lang. Ich soll hier runter, glaube ich. Ich verfolge mal, glaube ich, erstmal, oder? So schwer! Wow! Alter! Oh, da muss man aufpassen. Oh, da hat sich selbst in dem... Oh, genau, die explodierten nochmal. Ja, die ist verbrutzelt. Eins der Geschütze reagierte schon wieder. Oh Mann, da schießt schon wieder das Geschütz. Soll ich aber mal nicht lang gehen. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen, wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? So, wir gehen doch noch mal anders lang. Hä? So ist er hier oben lang. Na, sag mal! Oh, jetzt habe ich keine Muni mehr. Bleib doch mal stehen, wo bist du hin? So viel Moon habe ich dafür jetzt auch nicht mehr, wa? Es ist ein... Okay, wir gehen jetzt erstmal da lang, wo ich eigentlich lang gehen soll. Ja, da ist irgendwie noch nichts drin, weil ich nämlich noch gar keine Granaten haben soll. Dank der Möglichkeiten genetischer Veränderung ist Schönheit nicht länger ein Geschenk oder ein Wunschtraum. Sie ist eine moralische Verpflichtung. Zwingen wir etwa die Gesunden, bei den Infizierten zu leben? Mischen wir Kriminelle mit Rechtschaffenen? Also, warum dürfen dann die Gewöhnlichen die Welt der Schönen betreten? Warum haben wir zwei Augen? Gibt es ein Gesetz, das uns dazu zwingt? Zwei Arme, zwei Beine, zwei Ohren, zwei Brüste. Okay, das ist ein bisschen strange. Und dein Weg in die Chirurgie finden. Sammeln Sie Steine. Zumut. Gott mag keine Brückeberger. Das Blei verlässt es krachen wie an Silvester. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Aber wenn du einst hier die Chinesen fest mit den Fingern kriegst, könntest du diese verdammten Brandbomben fangen und sie ihm wieder an den Kopf werfen. Oder sonst was wegspringen, das dir im Weg steht. Okay, das heißt, auf Deutsch bin ich noch nicht richtig. Bei mir, ja klar. So, necken wir mal wieder. Oh, das ist aber... Ich probiere es einfach mal. So. Oh, oh, das ist... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das ist jetzt echt... Oh, ich komme... Nein! Nach einem rechts. Wo ist das hin? Ach. Puh! Oh, das war jetzt gerade noch ein bisschen... ja. Willkommen im Zirkus der Werte! Nein, ich will keine Munition kaufen. Es ist ein Verbrechen, sich einer Little Sister zu nähern. Nähern Sie sich niemals einer Little Sister. Achso, das ist der hier immer noch, der Big Daddy. Also, wir brauchen ein Telekinese-Plastik. Andrew Ryan
stell dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? Ey, hör doch mal auf mich zu schießen. Strange Grafikbugs gibt es hier irgendwie. Also irgendwie ist es noch nicht ganz perfekt überarbeitet, wie es mir scheint. Ah, hier schon? Lass mich doch heilen jetzt. Ich wollte es die ganze Zeit vermeiden. Verdammt. Aber jetzt habe ich es gemacht. Ja, so. Ich hack immer, wie gesagt, hier eigentlich an, alles am liebsten. Oh, nun komm, wo ist es denn? Hallo? So. Ich glaube, ich mache hier einen Fehler. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe Fehler gemacht. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Man kann es ja normal machen. Okay. So. Also. Ne? Eins nach oben, eins an. Hier. Ne? Eins nach rechts, eins da. Nach oben, hier nach oben, beim Wussten. Weise. Man sieht es dann immer in der Schnelligkeit nicht. Das ist immer ätzend. Ja, gut, der hat jetzt auch. Aber später muss ich da eh mal kaufen. Aber ich würde das ganze Geld noch sparen für andere Sachen. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Na was denn? Wer ist es ja eine Art von Kunst? Also das ist immer alles Auslegungssache, wa? Okay, das Ding hacken wir auch mal schnell. Oben, ja. Ja, super. Ein Pi nach oben. Hier. So, und jetzt brauche ich nur noch eins. Ach Mensch, ich brauche unbedingt die Möglichkeit, dass ich... Zirkus der Werte. Diesen Effekt, dass ich... dass es länger dauert, das Hacken. Okay, wir fangen jetzt erstmal den Pfeil. Guck mal, der mich jetzt gerade hinführt. Was billiger kann man für den Besuch? Oh. Ganz komisch umgefallen. Ach, ich hab kaum Moon. Ich weiß, dass der Medical Pavilion dein Revier ist, Steinman. Aber streng mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt's in Rapture Wassereinbruch. Mir ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt ist es mir auch schnurzpiep egal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt voll zu laufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Und dann werde ich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. Oh, ganz einfach zu erkennen. Steht zumindest da, das bedeutet ja meistens, dass keine Fallen drin sind und man hier einfach alles freilegen kann. Ja. Ups. So, einfach nach oben. So, bla bla bla. Ich hole nochmal eins nach oben. Achso, da unten. Nehmen wir doch das.
fertig. Ich mach das immer in Vorbereitung, weil später gehe ich den doch mal irgendwann hier hin. So, einen Geheimraum gefunden. Ah, das ist ein Fehler. Verdammt! Autohacker. So. Autohacker ist immer ganz gut damit. Sein Name sagt schon, hackt man automatisch. So, aber hier kann ich ja auch noch nicht lang. Dazu brauche ich noch ein Feuerplasmid. Huch, hier war ich ja schon. Ich wollte jetzt zu den Orten, wo ich letztes Mal war, wo ich noch nicht hingegangen bin. Hier hinten. Sicherheitskameras. Ich kann diese Teufelsdinger überall um dich herum hören. Sind Ryans Augen und Ohren. Auch die können wir hacken. Und das ist auch richtig nice, die Dinger zu hacken. Weil die jetzt jeden Gegner sozusagen verpfeifen. Und dann diese fliegenden Roboter rufen. Super. Muss ich mir nämlich auch nicht mehr die Finger schmutzig machen. Und Munition ist hier ziemlich wertvoll, sagen wir es mal so. So, das haben wir gehackt. So, was haben wir hier? Und jetzt nervt mich die Kamera voll. Schauen wir mal den Burschen ein. Hackers Delight. Und wir kriegen ein Tonikum. Mit Hackers Delight wandelt ihr Körper den veränderten Strom einer gehackten Maschine in ein leistungsstarkes Heilmittel um. Hacken und heilen. Doof. Du hast deinen Körper. Dein erstes Körpertonikum erhalten. Körpertonika machen dich stärker und mächtiger. Sie werden gesondert von Plasmide und anderen Tonikum-Typen ausgerüstet. Genau, habe ich erstmal nur zwei frei. Ja, nehme ich erstmal einfach. Das ist nämlich egal. Nicht so viel. Deswegen wollte ich jetzt ein bisschen sparen. Okay, da komme ich irgendwie nicht rein. Das hier ist übrigens Öl. Dann wir das Feuerplasmid haben. Patronen. Dann können wir das zum Zünden bringen. Und Eis logischerweise zum Schmelzen. Ein Parasit treibt sich herum. Wir bauen unsere Stadt wieder auf. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotiert. Abfacke. Wenn etwas im Rauch aufgehen soll, dann heißt es nicht zögern, sondern zünden. Das ist geil. Es gibt zu sowas immer Videos jetzt. Glaube ich. Ja. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Ein Tausch für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke bringt.
So, jetzt kommt das Gewicht zum Einsatz. Das ist alle abgefüllt. Alle Wege in Rapture führen zu Ryan. Das Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Bereichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Ja, diese komischen Ruckler und sowas, das ist strange. Das ist hier bei diesen neuen Remastered-Version irgendwie noch nicht ganz behoben. Ich denke mal, dass das irgendwann auch mal besser laufen wird, hoffe ich mal. Aber wieder ein Heilmittel. Boah, ich bin so gut. Ich bin so zufrieden, dass wir. So gut würde ich ja sagen. Ich bin so zufrieden, dass wir das Abfackeln haben, weil Abfackeln brauche ich einfach mal. Auch zum Angreifen ist das super. Zeigen. Weiß gar nicht, Kaffee, ich glaube, was bewirkt das? Ah, sehr gut. Das stellt Eve wieder her. Wir kommen jetzt erstmal an einigen Orten rein. Hier. Sollen wir zwar auch noch nicht hin, aber ich gehe einfach mal schon mal rein. Ja, lieber das, als ich meine Munition verbrauche. Wo Eve ja auch ziemlich wertvoll ist. Ich glaube aber, es ist günstiger als Munition. Schnell hingehen. Okay. Hacken wir auch schnell. So, das geht ja recht fixi hier. Fixi Foxy. Ich brauche nur ganz viele solche Teile. Das sieht ganz gut aus. Jetzt nur noch eins. Ansonsten muss ich doch umbauen. Ne, das sieht gut aus. Okay. Fertig. Auch das hacke ich immer lieber, wie gesagt, gerne. Das ist einfach sinnvoller. Ich glaube, hier ist noch eine Kamera. Nö. So, was haben wir hier? Munition. Was haben wir da drinnen? Aufpassen. Spieldose war da. 0451. Naja, was mache ich denn? 0451. Sehr schön. Oh, nein, ach egal. Bam. Munition und haufenweise Moon. Geil. Eve ist auch schon voll, so gut wie das ist einmal frei eigentlich. Bin ich hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung, ist mir aber nicht klar. Das ist schon eklig. Hier werden die ganzen Menschen mit Eve umgewandelt. Hier schwimmen Leichen. Hä? Was abgehauen? Kann er ja eigentlich nur hier. Genau, mein Freund. Das war ja klar. Es ist einmal durchgekrabbelt. Eine Strömme. Dann gucken wir uns mal drüben schnell um.
Munition ist irgendwie immer noch nicht hier so vorhanden, wa? Security-Experte. Security-Expert ist die neueste Ergänzung der Hack-Smart-Produktpalette und wurde entwickelt für Hacker, die sich auf die Deaktivierung elektronischer Sicherheitsmaßnahmen spezialisiert haben. Ja, das haben wir ja. Verringert den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von Geschützen und Bots und Kameras. Perfekt! Finde ich. Aber das ist alles mal recht einfach oder einfacher und geht schneller. Oh, mehr ist hier nicht wahr. Weil es macht immer Sinn, überall hier auch mal so hinzugehen, weil das eben halt auch viele Blitze sind, so Sachen, wo man diese Erweiterung und so findet.